Hallo zusammen, ich bin's wieder, MG muss mit, euer Kommentator. Nach einer Pechsträhne mal wieder von 60 rutschen sie immer weiter ab in den Tabellenkeller. So, wir müssen uns endlich mal um Transfers bemühen. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, damit wir nicht irgendwann mal ziemlich schnell ziemlich alt aussehen. So, Maximalwert. Nehmen wir 250.000. So, dann dürfte auch das funktionieren. Mal gucken, wie viel Spieler er ausspuckt. 3 Stück, gleich so viel. Alles so alte Säcke. Legen wir noch ein bisschen was drauf hier. 500.000. So, aber mehr geht dann wirklich nicht. So. Oh, der wäre gut. Aber einer von den Jungen wäre mir fast lieber. So, keiner hat... Der ist gratis, den nehmen wir sofort. Anfrage bei Mario Jeps. So. Mailand kontaktieren für Kauf. Man kriegt ja noch 10.000 für das, dass ja, also umsonst ist. Das ist schon genial. So ein Spieler umsonst, boah, wäre ja, oder fast umsonst. So, aber wir stürzen uns Richtung nächster Partie. Na, vielen Dank für Ihr Angebot von mir. Wir freuen uns auf ein... Ah, für die Anfrage. Ich habe zwar schon ein Angebot gesendet, aber naja. Ah... Wir haben Ihr Angebot für unsere Spieler begutachtet und akzeptiert Ihre Bedingungen. Juhu! So. Uah. Der hat so viel Gehalt hier. Alter! Eieiei. So. Bin ich gespannt, ob er den Antrag annimmt. Aber wenn er Mailand schon für umsonst, für lau raushaut. Eigentlich könnte man Spieler verkaufen. So, ich habe geprüft, wir können dem leider nicht zustimmen. Grund, das Gehaltsangebot ist zu niedrig. So, da muss ich fast noch was unternehmen. Spieler verkaufen. Verteidiger wäre es eigentlich nicht. So, der kostet so viel. Leitl. Oh Mann, wen hau ich denn raus? Zentral defensives Mittelfeld. Muss ich eigentlich mal gucken. Wegen den. Das ist eigentlich umständlich gemacht, dass ich hier erst ins Teammanagement muss. Um zu sehen, wer jetzt eigentlich nicht so gut ist, wer entbehrbar ist. Der Ziris. Oh. Chase. Chase. Die Chase nehmen wir. So. Transfer. Spielerverkauf. Chase. Finde ich ihn jetzt? Chase. Da ist er. So.
Auf Leihliste setzen. Auf Transferliste setzen. So, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Es wäre eigentlich schon nicht schlecht, wenn man das jetzt unter Dach und Fach bringen würde. So, Dresden. Wir spielen gegen Dresden. So, Jels sucht neuen Verein. Der 19-jährige Daniel Jels wird anscheinend nicht länger benötigt und soll verkauft werden. Ja, natürlich. So, nächste Partie. Heute ist ein Spiel und dein Kader muss angepasst werden. Möchtest du sie? Okay. So muss der angepasst werden. Hä? Ich dachte, das passt. Passt doch. So. An Assistenten delegieren. So, spielen. Wieso auch immer. Ich habe zwar den Spieler schon rausgetan, der eine rote Karte erhalten hat von uns. So. Oh, wieder eine ausgeglichene Mannschaft hier. So, aber jetzt machen wir jetzt erstmal das. So, Treffer. Treffer. Das ist ja irgendwo fies, wenn man die Spiel, die Ding nicht sieht. Es ging, glaube ich, drüber. Er war nicht so gut. Ei, wieder die Kameraden hier erwischt. Ei, zu hoch. Na? Treffe ich jetzt das Scheißding da unten? Na, wieder nicht. Ein Versuch habe ich noch. Probieren wir es auf der anderen Seite. Ah, der ging weit drüber. Aber wir haben unseren bestehenden Rekord getoppt. Das ist schon mal gut. Und dann geht es auch schon wieder los nach Dresden. Und zwar empfängt Dynamo Dresden die 60er mal wieder. Ein schönes Spiel wird erwartet. Es schneit auch schon munter. So, auf geht's hier. Ein schöner oranger Ball wird gespielt. Der Winterball gefällt mir irgendwo. Sieht lustig aus. Obwohl nicht so viel Schnee jetzt im Stadion liegt, wird trotzdem ein oranger Ball genommen. Den sieht man leichter. Ist ja immer schön. So. 60 ist aber keine Schneemannschaft, so wie es aussieht. Eieiei. So. So. Kurzer Abwurf, mehr oder weniger, vom Torwart. Er wollte halt den Ball schnell wieder loshaben. Eieiei. Was ist denn mit euch los, Leute? Hat's euch ins Hirn geschneit oder was? Macht mal auf hier. Irgendwas ist hier los. Was auch immer. So. Dresden jetzt im Ballbesitz. Oh, spielt klug nach vorne. So, aber 60 kann den Ball abluchsen. Und stellt sich clever zwischen Ball und Spieler. So. Ei. Schwerer Ballverlust wieder. Aber noch nicht viel Zeit vergangen in dieser in diesem Spiel. Sie versuchen es immer noch schön weiter nach vorn. Probieren heißt die Devise. Vielleicht kommen sie endlich mal durch. Ei! Das gibt's nicht. 60er, wenn sie vor dem Tor stehen, verspringt ihnen der scheiß Ball. Aber naja.
Ah, wieso spielt er nicht direkt dahin, wenn sich der Spieler schon so schön frei läuft, sagen wir mal so. Hey, aber Dresden wieder im Ballbesitz und nach vorne. Aber da verdattelt sie in 60 wieder im Ballbesitz. Wieder ruhig aufbauen hier. Und endlich mal wieder gewinnen. Auf die Gewinnerschiene überschreiten. So. Aber Dresden hier jetzt im Ballbesitz. Und so schnell kann es gehen. Oh, Foulspiel vom 60er. Freistoß schnell ausgeführt. 60 hatte keine Zeit, sich zu formieren. Ei, der Dresdner frei vorm Tor. Aber er kommt nicht zum Abschluss. Aber Ecke Dresden. So. Er bringt sie weiter rein. Oh. Wäre beinahe der... Ja, der Defensivspieler zum Eigentorschützen geworden. Da kann er von Glück sagen, dass das nicht passiert ist. So, 60 macht Spiel schnell. Oh, aber Abseitsposition des Spielers. So, Dresden mit diesem, ja, Freistoß zu weit. So, raus damit mit dem Ding. Soll sich einer mit der Feldspieler damit begnügen, sagt sich der Torwart und gibt ihn raus. Oh, schön im 16er freigespielt, aber naja. Da fehlt mal wieder der Abschluss für die ganze Geschichte. Das neue Hauptproblem der 60er, dass sie den Abschluss einfach nicht finden. So. Machen sie hier draus. Bringt mir ja flacher rein. Nee, doch nicht. Ei! Immer diese Zwistigkeiten hier im 16-Meter-Raum der Dresdner. Ei! Können sie eh schon fast frei kombinieren im 16-Meter-Raum der Dresdner, aber bekommen das Leder einfach nicht in den Griff, damit es endlich mal im Netz landet. So, noch eine Aktion hier in dieser Halbzeit. Dann dürfte es ja auch schon rum sein. 3 Minuten werden signalisiert. Dann ist diese Halbzeit gegessen. So. Sie versuchen es hier. Oh, das war nichts. Raus mit dem Ding. Vielleicht hat ja 60 noch eine Chance, aber nee. Der Schiri pfeift ab. Eine, ja, recht ereignislose Halbzeit. Deswegen schmeißen wir uns direkt in die nächste Halbzeit. So. 60 muss aufpassen, nicht, dass wieder in der zweiten Halbzeit hier das Tor kassieren. So. 60 im Ballbesitz. Sie versuchen es wieder über die Mitte. Jetzt zieht ab, Tor! Laut schießt das Tor in der zweiten Halbzeit, in der 49. Minute. 60 mal wieder in Führung. So. Aber jetzt hier abgeklärt bleiben. Und hier nichts überhetzen. So. Der Trainer stellt seine Mannschaft ein bisschen defensiver, sagt ruhig Leute, ihr seid ein Tor vorne, passt lieber hinten auf. Ihr könnt zwar noch vorne noch spielen, aber passt auf nach hinten. Also eher defensiv, nicht dass hier nochmal klingelt und die drei
aus den 3 Punkten nur einer wird oder gar gleich 0. Oh, Dresden im Ballbesitz. So, weg mit der Kugel. Nur nichts riskieren hier. So, 60 wieder im Ballbesitz. Oh, so schnell verliert man auch wieder. So. Aber das war kein Schuss, der irgendjemanden gefährlich werden hätte können. So, Dresden wieder im Ballbesitz. Versucht den Ausgleich zu schaffen. Aber 60 hier abgeklärt durch die Mitte. Pass nach außen. Schuss. Aber nur zur Ecke geklärt. So. Dresden wechselt. So. Ecke kommt rein. So. Oh. So, 60 holt sich den Ball wieder frühzeitig. Hey, wurde aber nichts draus. Hey, Dresden immer noch in argen Problemen hier, aber jetzt vielleicht der Befreiungsschlag. Ja, sie kommen endlich mal wieder in die gegnerische Hälfte. So, 60 aber immer noch dran am Ball. So, jetzt wieder nach vorn hier die 60er. Hey. Wurde leider wieder nichts draus. So. 60 hier gerade ein bisschen defensiver, um hier den Sieg über die Zeit zu bringen. So, aber noch 20 Minuten zu spielen. Also auf den Lorbeeren darf man sich noch nicht ausruhen. So. Aber 60 hier wieder nach vorne. Aber man merkt einfach, dass der Mittelfeldspieler fehlt, der letztes Mal wegen einer roten Karte gesperrt wurde. Der fehlt einfach immens. War ein aktiver Spieler, war ein guter Spieler. So ein kennt 60 natürlich gleich, dass der fehlt. Deswegen freut man sich umso mehr, dass trotzdem noch ein Tor zustande kam. So, er bringt da rein, aber der Keeper hat ihn sicher. So, weg mit dem Ding. Noch 12 Minuten zum Spielen hier in Dresden. 60 führt 1:0. Will aber noch mehr. So, Tor! Zweites Tor für Laut. 80. Minute. Jetzt dürfte es in trockenen Tüchern sein. Außer Dresden hat jetzt eine geniale Eingebung. Mit Toren. So, 60 aber jetzt wieder im Ballbesitz. So, Laut. Beflügelt durch seine zwei Tore. Stapft er hier durch. So, Ball kommt rein. Au, Kopfball. Aber nichts Gescheites hier geworden. So, Dresden wechselt nochmal. Und Abstoß Dresden. So, wo spielt er ihn hin? So. 8 Minuten noch. Die 60er warten hier auf der Uhr, so ziemlich. Sie gucken schon permanent drauf. Wann pfeift endlich der Schiri ab? Aber sie haben immer noch gute Aktionen nach vorne. So. Aber Dresden lässt sich natürlich auch nicht nach hinten drängen. Sie versuchen es immer wieder hier durchzukommen. So, aber Dresden hier im Ballbesitz. Nicht zum Flanken zulassen hier. So, schön zustellen den Spieler und den Ball abluchsen. Oh, Dresden klärt zum Einwurf. Oh, und nochmal geklärt zum Einwurf. So, schnell ausgeführt hier. Wo ging der hin? Total ins Leere. So, die letzten Aktionen laufen. 90. Minute, da pfeift der Schiri ab. 60 gewinnt mal wieder durch zwei Tore von Laut. So, und die Dresdner Fans, die pfeifen die 60 aus.
Aber das ist wurscht. 60 hat mal wieder gewonnen. Ich gebe zurück. Ciao, bis zum nächsten Mal.